Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Feuerrot. Und vor euch seht ihr gerade einen Trainer, der gerade eben den tatsächlich 8. Orden der Pokémon-Liga erworben hat. Hier, das Orden Etui ist vollkommen gefüllt. Und wir machen uns jetzt direkt auf den Weg in Richtung Siegesstraße. Wir könnten natürlich theoretisch auch noch zum Kraftwerk gehen und dagegen Zapdos kämpfen und Routen-Pokémon fangen. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich möchte jetzt richtig durchrocken durch die Pokémon-Liga. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon ein Pokémon gefangen haben hier an der Seite. Und was ist er für einer? Ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume fressen wollte und ich erlernte das Fressen von Träumen. Das ist unheimlich. Lass mich einem deiner Pokémon Traumfresser beibringen, damit ich es vergesse. Nein. Aber das erinnert mich, ich habe nämlich von Giovanni Erdbeben bekommen, was an sich eine ziemlich geile Attacke ist. Und deswegen möchte ich mal schauen, ob eines unserer Pokémon tatsächlich auch Erdbeben erlernen kann. Das wäre nämlich richtig genial. Ein mächtiges Beben, das außer fliegenden Gegnern alle trifft. Außer den Anwender selbst. Das hätten wir noch dazu erwähnen müssen. Aber gut, kann das jemand lernen? Hydra und Skati. Auf wem macht es mehr Sinn? Ich würde Erdbeben natürlich gegen Elektro-Pokémon benutzen. Und da Flug anfällig auf Elektro ist, würde ich sagen, dass Skati eine bessere Wahl ist für Erdbeben. Bringen wir Skati bei. Andererseits hat Skati nicht so einen hohen physischen Angriffswert, aber scheiß drauf. So, welche Attacke soll vergessen werden, ist da natürlich jetzt die große Frage. Und Body Slam ist die ganz klare Antwort, oder? Oder Synthese? Füllt KP des Anwenders auf, die Menge hängt vom Wetter? Synthese, weg damit. Keiner will das haben. Und schwupp! Skati hat Synthese vergessen. Und Maschine bereit. Jetzt kann er die Diskette hier essen. Oder die CD. Solche antiken Medien kennt heute eh keiner mehr. Erdbeben wird gelernt. Heutzutage würde man das nicht mehr mit CD übertragen, sondern alles über Cloud. Und dann würde man einfach so auf das Pokémon extrahieren. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Pokémon gefangen haben auf dieser Route. Ich fange lieber vorsichtshalber keins. Denn sonst kommt wieder hier ein Regelverstoß und die Nuzlocke-Polizei will hier wieder was dazu sagen. Und das wäre blöd. Ist hier ein Item nicht versteckt? Das sieht so verdächtig aus hier. Übrigens, hier kommt normalerweise auch der Rivalenkampf. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen den auch gefightet haben. Ah, nee, jetzt kommt der. Hätte man schon damals machen können, dann hätte er wesentlich schwächere Pokémon gehabt als jetzt. Was? Brati? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist sau cool. Brati, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Ja, dann müssen wir tatsächlich nochmal gegen Grün kämpfen, unseren Rivalen. Ich bin gespannt. Er hat inzwischen ja auch sein Starter-Pokémon voll entwickelt und 6 Pokémon befinden sich in seinem Team. Er hat unter anderem Groink. Interessant. Oder Gronk, wie manche auch sagen. Da kann man auch gut hier das Pokémon-Team trainieren. Ich glaube, der Kampf ist gar nicht mal so leicht, wenn ich mir das so überlege. Oh, oh, oh. Er hat schon einen Level 47 Starter hier. Also das Pokémon, das erste in den Kampf schickt, ist 47. Da hat er wahrscheinlich höhere Level als Giovanni. Na gut, gegen ihn hatten wir keine Probleme. Aber jetzt hier ist es natürlich sehr gefährlich. Und jetzt kommt ein Psychokinese an. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Was machen wir Schlaues gegen Groink? Wenn er schon Psychokinese benutzt, dann legt das natürlich die Vermutung nahe, dass er vom Typ Psycho ist. Und auf Psycho wissen wir alle, dass Flug sehr effektiv ist. Deswegen fliegen! Oh, das haut schon ganz gut rein. Aber tötet ihn leider nicht. Das ist doof. Und jetzt muss ich direkt schon wieder einen Hypertrank benutzen. Alter, was ist denn hier los, ey? Wieso hauen die auf einmal alle so richtig hart rein, ey? Das ist doch voll uncool. Ich habe hier voll Probleme in diesem Let's Play irgendwie. Bin ich etwa unterlevelt? Der ist doch immer nur Psychokinese, ne? Der kann keine anderen Moves hier. Alter, wie viel Schaden das macht, ey? Das macht die Hälfte meiner HP-Schaden. Ist das eigentlich der Ernst von dem? Ist das dein Ernst? Was soll ich denn tun jetzt? Was soll ich denn tun? Ah, wenn Fliegen daneben geht, dann bin ich geliefert. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass es nicht daneben geht. Jetzt benutzt Erholung! Was? Naja, zum Glück schläft er ein. Das ist ja zumindest ein Erfolg für uns. Das bedeutet, wir sollten ihn eigentlich dann töten können, ohne große Gefahr. Weil er wahrscheinlich nicht nach dieser Runde aufwecken wird. Schläft tief und fest. Dann können wir das ja sogar nochmal nutzen, um uns noch einen Heiltrank reinzuschmeißen. Einen Supertrank reicht aber in diesem Fall. Supertrank, haben wir noch 11 Stück von. Plopp. Das schmeckt aber. Das schmeckt gut.
schläft tief und fest immer noch. Dann können wir es jetzt ja beenden mit einem geschickten Feuer-Odem, würde ich vorschlagen. Also wir sehen schon, das erste Pokémon von ihm hat schon ordentlich Probleme hier bereitet. Und nein, er ist aufgewacht, ne? Er benutzt direkt nochmal Erholung. Was ist denn das für ein Typ, ey? Das ist ja ein Spezialist, Alter. Er holt sich. Na toll, und ich hab mich schon gefreut, dass der Kampf hier beendet ist. Aber so leicht macht er uns das leider nicht. Ich hoffe, der schläft mal jetzt ein bisschen länger. Denn das ist ja voll nervig. Voll nervig. Ist eigentlich Groink irgendwie in irgendeiner Form mit Traumato verwandt? Weil Traumato ist auch ein Psycho-Pokémon, hat auch so einen Rüssel. Schläft auch, hat auch was mit Hypnose und so zu tun. Was denn das jetzt? Schnarcher? Ach, sowas hat er auch. Macht zum Glück kaum Schaden, von daher kein Problem. So, wenn er jetzt wieder nochmal aufwacht und Erholung benutzt. Alter, willst du mich verarschen? Was ist das für ein Langweiler, ey? Was für ein nerviges Pokémon! Ist unglaublich. Also Grün hier, der fightet mit all seinem Kampfeswillen. Er will einfach nicht einsehen, dass Groink keine Chance hat gegen Hydra. Aber ist ja auch verständlich, denn sonst wäre für ihn die Nuzlocke-Challenge hier vorbei. So, fliegen und jetzt bitte nicht aufwachen. Ja, sehr schön, dann sollte es jetzt auch reichen. Ja, Durchbruch wollte ich nicht benutzen, weil Durchbruch ist eine Kampfattacke. Wäre nicht sehr effektiv auf Psycho, deswegen habe ich davon mal lieber abgesehen. Oh, Level 27, Baby. Das lief und Level 46, das ist ja ein traumhafter Kampf gewesen hier bisher. Zwar ein bisschen langwierig, aber okay. So, Relikant, wechseln wir erstmal zu Io, um wieder ein bisschen XP abzusahnen. Und dann machen wir den ordentlich platt mit einem geschickten Rasierblatt. Denn das wird richtig toll. So, Pokémon-Tausch. Relikant hatte ich damals auch in der Saphir-Challenge. Das war eins der ersten Pokémon, welches ich gefangen habe, auf einer der ersten Routen. Ich glaube, es war sogar das erste, kann das sein? Oder war Blaze das erste? Oder Bobine? Weiß ich nicht, aber eins der ersten drei war Relikant und ich habe es niemals benutzt, weil ich es scheiße fand. Okay. Er hier hat sich zum Ziel gesetzt, der beste Relikant-Trainer aller Zeiten zu werden. Und das hat er jetzt schon geschafft, weil er der einzige Trainer ist, der Relikant überhaupt benutzt. Aber mal gucken, wie Rasierblatt reinhaut. Das müsste ja vielfach effektiv sein. Reicht aber trotzdem nicht aus. Verdammte Kiste, was ist das denn? Ich bin gespannt, ob er jetzt einen Trank benutzt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Rasierblatt, okay. Das war es dann mit Relikant. Aber leider wird Skati jetzt einschlafen, oder? Immerhin wurde Gena ja eingesetzt. Ne, wird nicht eingeschläfert. Alles klar. Wingull, wir wechseln mal. Ah, Wingull. Kann ich da vielleicht mit Io sogar schon mich trauen, gegen zu kämpfen? Io ist natürlich vielfach effektiv mit dem Donnerblitz, aber... Das Level ist einfach das Problem. Er ist halt 20! Level vorne, das kann ich nicht riskieren, Leute. Das kann ich einfach nicht riskieren. Wir wechseln zu Hydra. Hydra ist eine gute Wahl, glaube ich. Oh, Wingull. Ich hätte so gerne mit Io gekämpft und aus Io einen Mann gemacht, ja. Aber der Levelunterschied war mir zu dramatisch, als dass ich das hätte riskieren können. Zum Glück hat er sich auch noch nicht entwickelt zu Pelipper. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich für uns weniger Erfahrungspunkte. Also das hat immer so einen Vor- und Nachteil. Machen wir mal Feuer-Odem. Mal sehen, wie das reinhaut hier. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Und gut, dass er Verfolgung nicht eben eingesetzt hat. Alter, das wäre der Tod von Io gewesen. Wow. Bin ich ja gerade nochmal hier einer Tragödie entkommen, ey. Ja, leider nur 300 Punkte für Io. Echt schlecht. Hydropie wird eingesetzt. Probieren wir da nochmal unser Glück. Damit Io da auch nochmal ein bisschen XP bekommt. Ich werde auf jeden Fall Io in der Siegesstraße nochmal richtig ordentlich trainieren. Rivale Grün. Da kommen wir jetzt ja sofort rein, oder? Das ist ja direkt hier nebenan jetzt. Skati! Und wir dürfen dort auch noch ein Pokémon fangen. Und das ist die letzte Route, wo wir vorbeikommen, wo wir ein Pokémon fangen dürfen. Das bedeutet, da werde ich einfach so den Meisterball benutzen auf das erste Pokémon, was uns entgegenspringt. Welches wir fangen können. Also welches nicht... wo wir nicht schon eins haben von der Entwicklungsreihe. Das bedeutet, da müssen wir gar nicht mal ein Pokémon schwächen. Alter, der hat das auch überlebt mit 0,2 HP oder so. Echt ärgerlich. Schussschild heißt es, er blockt die Attacke jetzt komplett ab. Das wäre sehr ärgerlich. Der blockt das verdammt nochmal komplett ab, ey. Dieser Typ ist nervig. So, jetzt natürlich der Volltreffer, so wie es sein muss, nicht? Für die 0,2 HP braucht man unbedingt noch einen Volltreffer. In der Runde davor hätte mir der überhaupt nicht geholfen. Level 28 schon, das läuft. Das läuft ja hier mit Io, muss ich mal sagen. Und Hut, Hut wird eingesetzt. Hut, Hut! Schönes Pokémon.
Finde ich echt cool. Aber das gibt auch so wenig XP, deswegen schicken wir direkt Hydra in den Kampf. Der ist nämlich auch nicht entwickelt. Einer der frühesten Pokémon aus Silber und Gold, was man hätte fangen können. Kann man in der Nacht immer fangen. Das fand ich damals so cool an Pokémon Silber und Gold, dass die Pokémon unterschiedlich sind, je nachdem zu welcher Tageszeit man das Game gezockt hat. Das war richtig genial. Das habe ich richtig gefeiert. Und Hutute ist ein Pokémon gewesen, welches man nur in der Nacht antreffen konnte. Schade, dass es heutzutage nicht mehr so Tag- und Nachtwechsel gibt. Also so richtig. Obwohl doch, ich glaube, das gibt es sogar in X und Y. Aber ich weiß nicht, ob die Pokémon dann auch anders sind. Auf jeden Fall war das richtig cool. Ich habe X und Y ja nie gespielt. Ich habe ja nicht mal 3DS. Obwohl da eigentlich die besten Spiele für rauskommen, ey. Zum Beispiel auch dieses Zelda-Spiel, das neue, ist auch so geil. Oh, jetzt sind wir schon bei seinem Starter-Pokémon angekommen, bei Pixie. Da nehmen wir doch mal direkt noch die XP mit. Wir können Pixie ja wahrscheinlich one-hitten mit dem Durchbruch. Deswegen keine Angst vor Pixie. Das ist auch das letzte, die letzte Verteidigung, die er hier noch aufzubringen hat, bevor wir seine Lebenspunkte direkt angreifen. Level 53 ist auch nicht zu unterschätzen. Alter Verwalter, so langsam nehmen die Trainer hier aber Fahrt auf, muss ich mal sagen. Vor allem in der Siegesstraße treffen uns natürlich auch einige Ass-Trainer. Da sind ja die ganzen Leute, die auch die Pokémon-Liga herausfordern wollen. Das bedeutet, die haben auch alle 8 Orden der Pokémon-Liga gesammelt und sind deswegen durchaus eine große Gefahr. Also ziemlich gefährliche Kämpfe kommen in naher Zukunft auf uns zu. Das kann durchaus ins Auge gehen. Was bringt Comprimator eigentlich? Fluchtwert? Aber was ist der Fluchtwert denn? Fluchtwert. Heißt das, du kannst jetzt fliehen? Aber in Trainerkämpfen kann man eh nicht fliehen. Man weiß es nicht. Oder vielleicht die Ausweichquote, das kann ich mir auch vorstellen. Aber das würde dann ja nicht Fluchtwert heißen, oder? Das wäre dann ja blöd benannt. Was? Ich war zu unvorsichtig. 1908 Poké-Dollar. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Brati, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Bin ich Vegeta oder was? Mit fünffacher Schwerkraft oder was der so trainiert, ey? So, wir begeben uns jetzt in Richtung Siegesstraße. Pokémon-Liga Haupteingang. In dieses schöne Haus hier. Es geht los, Leute. Hier ist die Pokémon-Liga. Die Siegesstraße. Hallo. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Ach, die checken erstmal noch, ob ich überhaupt die Bedingungen hier erfülle. Was steht hier? Indigo Plateau, das große Ziel aller Trainer, ist die Pokémon-Liga. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setz deinen Weg fort. Oh, das ist ja richtig ein Ritual hier, was abgehalten wird. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setz deinen Weg fort. Ob es damals wahrscheinlich auch Spieler gab, die das erste Mal das Game gezockt haben und nach jedem Orden, welches sie errungen haben, neu hier hingegangen sind, nur um festzustellen, dass danach wieder eine Wache kommt und sagt, hallo, du hast gibt aber noch einen Orden, den du nicht hast. Kann sogar sein, nicht? So, lass mich hier durch. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, setze deinen Weg. Oh, jetzt braucht man hier sogar Surfer. Aber ich glaube, hier kommen keine wilden Pokémon, oder? Zu welcher Route gehört das hier eigentlich? Das muss ich jetzt mal eben nachgucken, denn ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch angesprungen werden von einem Pokémon. Karte? Wo sind wir hier gerade? Das hier ist Route 23. Das ist Route 22. Das bedeutet, hier dürfen wir sogar eins fangen, wenn wir hier angesprungen werden von einem. Das ist ja interessant. Mal gucken, ob hier irgendein Pokémon auf uns zukommt. Da, 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 da. Pokémon. Oh, hier ist tatsächlich ein Pokémon. Hier können wir noch eins fangen. Und zwar Bibor. Bibor erscheint. Los, Io. Bibor hatte ich damals in der Silber-Challenge tatsächlich trainiert. Auf Level 100. Unfassbar. Was für eine schlechte Wahl. Bibor ist ein unfassbar schwaches Pokémon auf Level 100. Am Anfang ist es natürlich gut, weil sich das relativ schnell entwickelt, weil es ja ein Insekt ist. Aber dann sinkt irgendwie seine Nutzvolligkeit ein bisschen ab. Das ist ein bisschen uncool. Machen wir mal Trugschlag hier, damit wir ihn ordentlich catchen können. Aber ich muss sagen, Bibor sieht extrem brutal aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute Albträume von diesem Biest haben. Wenn man sich so vorstellt, dass irgendwann mal so ein Bibor einfach neben einem liegt, wenn man so aufwacht in einem Zelt. Das ist gefährlich. Also Schock des Lebens ist hier garantiert. Machen wir einfach mal Hyperball. Wir müssen unsere Bälle ja irgendwann nochmal loswerden hier. Verkaufen können wir die ja nicht mehr. Vor der Pokémon-Liga gibt es ja auch noch so einen Shop. Da werden wir definitiv auch nochmal unsere komplette Kohle verballern. Das wird auch ein großer Spaß. Eine Shopping-Session, absolut. Da gibt es ja Top-Genesungen und so Zeug zu kaufen, alles.
Das wird ein großer Spaß. Wir können auch die ganzen Sonderbonbons, die wir noch auf der Bank haben, benutzen. Da haben wir auch einige, 5 Stück oder so. Können wir auch da nochmal unser Team-Level hoch trainieren. Hyperball, komm schon. Bleibe im Ball, das wäre doch toll. Sehr gut, leider habe ich natürlich nicht die Liste jetzt offen. Beziehungsweise sie ist offen, aber so zack und zack. Das hat jetzt wahrscheinlich gelaggt für euch. Aber da muss ich mich für entschuldigen. So, wir setzen den Part einfach fort. Eine Giftbiene. Mhm. Es kann in Schwärmen auftauchen. Während seines rasanten Fluges sticht es mit dem Giftstachel an seinem Arsch zu. Interessant, ich möchte einen Spitznamen geben. Das Ding ist nämlich männlich. Und ich nenne dieses Ding... Ja, ich nenne ihn so. Warum auch nicht? E-Gier. Das ist nämlich ein Mond vom, wer hätte es gedacht, Saturn. Natürlich Saturn. Saturn ist übrigens der, ich weiß gar nicht, ist Saturn oder ist der Jupiter derjenige Planet mit den meisten Monden? Das müsste man mal rausfinden. Du darfst übrigens nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst ihn ja. Dann geh durch jetzt. So. Das ist ja alles hier bewässert. Das war damals im Original aber nicht so, oder? Wenn du bereits den Sumpforden hast, darfst du passieren. Ach, du hast den ja sogar. Wow, dann sitzt der... Das muss auch voll der langweilige Job sein hier, oder? Naja, ist ja langweiliger als Straßenbahnfahrer. Oh, hier gäbe es auch noch Pokémon, wenn man denn wollte. Ja, wir stolzieren einfach durch. Du darfst nur passieren, wenn du den Vulkanorden hast von Pyro. Ah, du hast den sogar. Dann geh durch. Ja, gehe ich auch. Geh ich einfach durch. Oh ja, fast noch verlaufen hier, ey. Das ist ein reinstes Labyrinth. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden hast. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Das ist der 8. Siegesstraße, Pokémon-Liga. So, Freunde. Und jetzt wird's episch. Die Siegesstraße. Ich würde sagen, wir holen uns noch eben unser Routen-Pokémon. Das sollte ja relativ flott gehen, würde ich mal direkt vermuten. Das Routen-Pokémon ist... Natu. Toll, was für eine Enttäuschung. Level 32 sind hier die Gegner. Na, gar nicht mal so schlecht. Beutel, Meisterball. So, der wird hier direkt gefangen, ja. Meisterball für Natu, einfach mal voll benutzt, ja. Die besten Pokémon werden mit Meisterbällen gefangen, das ist einfach so. So, toll, Natu wurde gefangen. Echt klasse. Für Natu wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kleinvogel, gewöhnlich sucht es am Boden nach Futter. Aber manchmal springt es auch auf Äste, um dort zu suchen. Durchaus interessante Hintergrundinformation. Ein Spitzname soll natürlich vergeben werden. Wie nenne ich ihn denn? Wie nenne ich ihn denn? Ich denke... Ich nenne ihn... Sau. Einfach nur Sau. Das ist nämlich ein Mond vom Neptun. So, nachdem wir das jetzt alles geschafft haben, würde ich sagen, ich beende den Part, werde offscreen hier in der Siegesstraße mein Team trainieren, damit meine Pokémon jetzt einheitlich mal ein Level bekommen. Wir wissen... Level Limit ist bei 63, das ist nämlich das Level des Champs, unfassbar hoch. Warum bin ich gerade in der Tasche? Und meine Pokémon werde ich trainieren, besonders Io werde ich hoch trainieren bis zum Abkotzen. Und dann werden wir uns das nächste Mal treffen, wenn wir hier die Siegesstraße bestreiten, ja? Das wird ein großer Spaß, seid dabei, denn das Ziel ist nah. Es ist vor Augen, ja? Also bis zum nächsten Part, Leute, und Tschüssikowski!